in den nächsten Tagesordnungspunkt der Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Wir haben nach langer, langer Zeit dieses Instrument mal wieder und beginnen heute in zwei Fragerunden jeweils mit der FDP-Freie Bürgerfraktion. Bitte schön, Herr Dr. Gebel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in der Stadtratssitzung vom Juli 2015 wurde nach langjährigen Prozedere mit großer Mehrheit der Beschluss zum Bebauungsplan am Lindenberg in Weißisch gefasst. Nach meinem Wissensstand ist dieser Beschluss nach nunmehr 6 Wochen nach der Stadtratssitzung immer noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. Rückfragen betroffener Bürger beim Stadtplanungsamt konnten zudem noch nicht klären, ob die Unterlagen bereits bei der Landesdirektion vorliegen. Da der Flächennutzungsplan ebenfalls geändert wurde, ist aber entsprechend auch eine Zustimmung der Landesdirektion erforderlich, was noch mal einige Zeit dauern kann. Die weiteren Verzögerungen, die jetzt entstanden sind, führen nun dazu, dass einige der Familien nicht wie eigentlich geplant dieses Jahr mit dem Bau beginnen konnten. Dazu meine Fragen. Wann erfolgt die Veröffentlichung im Amtsblatt und wie ist die Verzögerung bisher zu erklären? Und wann wurden die Unterlagen bei der Landesdirektion eingereicht und wann ist mit einer Entscheidung dort zu rechnen? Der heute unserer Bürgermeisterin ein bisschen lichter ist, übernimmt Kollege Lehmann für Herrn Marx die Beantwortung. Sehr gerne. Ja, Herr Dr. Gebel, eine Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplans ist dann möglich, wenn der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wurde. Der Flächennutzungsplan wurde im Parallelverfahren geändert. Die FNP-Änderung muss durch die Landesdirektion noch genehmigt werden. Diese Genehmigung liegt noch nicht vor. Die Beschlussfassung zur VNP-Änderung und der Satzungsbeschluss zum B-Plan Nummer 304 am Lindenberg erfolgten am 9. und 10. Juli 2015. Die Beschlussausfertigung liegt mit Datum vom 14. Juli 2015 vor. Die Unterlagen des Verfahrens VNP-Änderung wurden am 24. August 2015 zur Genehmigung eingereicht. Nach § 10 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 4 Baugesetzbuch beträgt die Frist der Landesdirektion für die Genehmigung 3 Monate. Als nächste Fragende ist die CDU-Fraktion an der Reihe, Frau Müller. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, an meine Fraktionskollegen und an mich wurden in den letzten Wochen und Monaten mehrfach Fragen und Beschwerden gestellt. Und leider fällt uns die Beantwortung an vielen Stellen da sehr schwer, das auch sachgerecht zu bearbeiten und dazu eine Antwort zu geben. Besonders ärgerlich ist es, dass nicht nur bei den Bürgern, sondern selbst bei Verkehrsexperten der Eindruck herrscht, dass zu einem nur ein Teil der zeitgleichen Baustellen auch tatsächlich gearbeitet wird. Baufortschritte erzielt werden, und zum anderen hat die Auseinanderreihung von Baustellen bzw. die gleichzeitige Behinderung mit bestimmten Verkehrsknotenpunkten den Anschein, dass der Stadtverwaltung ein flüssiger MIV verhindert werden soll, was den Anspruch einer Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer widerspricht. Und diesen möchten wir herstellen. Meine Frage deshalb, wie viele Straßenbaustellen und damit bedingt Voll- und Teilsperrung gab es während der letzten Monate, 3 Monate in Dresden. Und wie viel gibt es zurzeit, an denen wirklich gearbeitet wird? Die zweite Frage, aus welchen Gründen waren zum Beispiel die Schillerstraße, die Steglstraße und der Körnerplatz gleichzeitig gesperrt bzw. stark verkehrseingeschränkt? Ebenso gilt die Frage der Donaustraße und der Turnauerstraße gleichzeitige Sperrungen vorzunehmen. Die Beantwortung übernimmt auch hier Kollege Lehmann. Frau Müller, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Die verstärkte Bautätigkeit in den letzten Monaten ist auch dem Umstand geschuldet, dass bewusst für massive Verkehrseinschränkungen die Sommerschulferien genutzt werden. Hier sind durch die Abnahme des Verkehrs, das ist belegt durch Verkehrszählungen, Einschränkungen besser zu bewältigen. Ein weiterer zeitlicher Zwangspunkt sind die Fristen der Fördermittelbereitstellung. Zu Ihren Fragen konkret. In den letzten drei Monaten sind es ca. 51 Baustellen im Auftrag des Straßen- und Tiefbauamtes. Zurzeit etwa 20 Baustellen
des Straßen- und Tiefbauamtes, die noch aktiv sind, Baustellen Dritte wie Telekommunikationsunternehmen, Stromversorger, Gasversorger etc. bis hin zur Deutschen Bahn AG, die also quasi in diesen 20 Baustellen im Auftrag des Straßen- und Tiefbauamts tätig sind. Also summa summarum da circa alles zusammen 71 Baustellen. Derzeit haben wir weit über 1000 Baustellen mit mehr oder weniger Folgen für Verkehrsraumeinschränkungen. Aus welchen Gründen Schillerstraße, Steglichstraße etc.? Die Schillerstraße war durch den Straßenbahn im Zuge der Gewährleistung Terminzwang vollgesperrt. Aufgrund der heißen Außentemperaturen verlängerte sich die Sperrung für eine gleichzeitige Sperrung der Steglichstraße. Es wurde keine verkehrsrechtliche Anordnung erteilt. Im Bereich Körnerplatz erfolgte nur die Gehwegsperrung ohne Einschränkung des Verkehrs. Die Donaustraße war in den Ferien stadtwärts gesperrt. Nur am Wochenende erfolgte die Sperrung der Einmündung Turnauerstraße, Klammer auf, an diesem Wochenende Umleitung über den langen Weg. Das dazu. Ich hätte gerne die schriftliche Beantwortung. Selbstverständlich. Kriegen Sie. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, am 9. Juli dieses Jahres hat der Stadtrat auf gemeinsamen Antrag der Fraktionen Die Linke, Grüne und SPD die Einführung des Sozialtickets zum 1. November 2015 beschlossen. Und ich hätte gern gewusst, welche Schritte ist denn die Stadtverwaltung bisher gegangen, um diese Einführung zu ermöglichen, welche Maßnahmen wurden entsprechend vollzogen. Und ich will gleich anfügen, bitte kommen Sie mir jetzt nicht mit der Haushaltssperre, denn die Haushaltssperre ist ja erst seit Ende August in Kraft. Vorher waren ja mindestens 7 Wochen Zeit, mit dem Vollzug des Beschlusses zu beginnen. Und ich hätte eben gern gewusst, was ist da geschehen. Die Antwort übernimmt für Kollegen Seidel Herr Dr. Lunau. Ja, Herr Oberbürgermeister, Herr Scholbach, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme zur Beantwortung dieser Frage vor allem Bezug auf das, was Herr Hilbert vorhin in seiner Rede ausgeführt hat, nämlich, dass die Dinge nochmal beraten werden. Wir haben in der Tat im Moment eine Haushaltssperre, die im Raum steht. Es ist zu beraten, wie damit umzugehen ist. Dabei ist natürlich klar, dass eine Haushaltssperre auch entsprechende Regularien kennt, wo bestimmte Gegenstände von der Haushaltssperre betroffen sind, bestimmte Gegenstände nicht. Es wird jetzt innerhalb der Verwaltung zu beraten sein, wie wir damit umgehen. Ja, da würde ich gerne eine Nachfrage stellen. Sie haben ja jetzt exakt die Frage so beantwortet, in der Weise, dass Sie quasi meine Frage vollständig umschifft haben. Deshalb wiederhole ich sie gerne nochmal. Nämlich am 9. Juli wurde der Beschluss gefasst. Dann gab es Ende August die Anordnung der Haushaltssperre durch den Beigeordneten für Finanzen. Und zwischen diesen beiden Zeitpunkten ist ja einige Zeit vergangen. Und da möchte ich einfach gern wissen, was die Verwaltung in diesem Zeitraum zur Umsetzung des Beschlusses unternommen hat. Zur Umsetzung des Beschlusses sind alle notwendigen Dinge eingeleitet worden, die erforderlich sind, um solange es die Haushaltssperre nicht gab, die Umsetzung des Beschlusses zu realisieren. Das heißt, es hat die entsprechenden Vertragsverhandlungen gegeben und es hat natürlich ab dem Zeitpunkt der Haushaltssperre auch erste Gespräche mit der DVB gegeben, welche Konsequenzen die Haushaltssperre haben könnte, sodass wir im Moment auf beide Varianten vorbereitet sind. Gut, Herr Oberbürgermeister, dann wende ich mich an der Stelle direkt an Sie, da Ihr Beigeordneter ja ganz offensichtlich nicht in der Lage ist, die Frage in der Substanz zu beantworten, weise ich darauf hin, die Verwaltungsspitze, dass selbstverständlich Fragen von Stadträten hier zu beantworten sind. Wenn die Verwaltung dazu nicht in der Lage ist, kann sie das auch einräumen, ist okay. Aber ansonsten hätte ich hier gern eine substantiierte Antwort. Was ist konkret geschehen und nicht hier so ein Larifari und so eine hohlen Phrasen? Ich glaube, das ist ein bisschen jetzt auch nicht ganz fair. Wenn Herr Kollege Dr. Lunau in Vertretung für Herrn Seidel die Beantwortung übernimmt, jetzt in diesem Tonfall auf ihn
vorzugehen. Ich hatte eingangs ja schon gesagt, dass wir den Sachverhalt uns auch nochmal vorlegen lassen, inwieweit jetzt Nachteile entstehen. Das wird im Finanzausschuss berichtet, haben es vor uns im Ältestenrat besprochen. Und für das, was in der Zwischenzeit passiert ist, gibt es gerne eine schriftliche Beantwortung. Das reichen wir nach. So, wir kommen zur nächsten Fraktion. Herr Schulze für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wenn ich auch Antrittsrede habe, ich sehr viel von Internationalität, auch sehr viel von Austausch zwischen den Städten heute gehört. Unsere Fragestellung richtet sich um die Wiedereinsetzung der Bahnverbindung zwischen Dresden und Wroclaw, / Breslau. Seit dem 1. März 2015 ist diese Bahnverbindung eingestellt worden. Im nächsten Jahr ist Wroclaw-Breslau europäische Kulturhauptstadt. Seit 55 Jahren verbinden diese beiden Städte eine sehr intensive Städtepartnerschaft, ist auch im vergangenen Jahr gefeiert worden. Studierende aus Dresden, aus Chemnitz und auch aus Wroclaw pflegen einen sehr intensiven Austausch. Und auch für die touristische Erschließung und die Anbindung an die Regionen der Lausitz, Niederschlesien und auch das polnische Riesengebirge ist diese Zugverbindung nach unserer Einschätzung sehr entscheidend. Und auch 60.000 Fahrgäste haben im letzten Jahren auch diese Bahnverbindung genutzt. Es ist am 11.09. jetzt angesetzt, ein deutsch-polnischer Bahngipfel in Potsdam, auf der auch dann die Bahnverbindung nochmal sehr thematisiert werden wird. Wenn Sie es abwarten, kriegen Sie es mit. Vor diesem Hintergrund möchten wir gerne wissen, dann, welche Initiativen der bisher amtierende und jetzt auch ins Amt eingeführte Oberbürgermeister der Landeshauptstadt bisher Initiativen unternommen hat, welche weitere dazu geplant sind, um eine Wiedereinsetzung dieser direkten Bahnverbindung zwischen Dresden und Wroclaw zu erzielen und welche Ergebnisse sind bei diesen Initiativen erreicht worden. Die Beantwortung übernimmt für Kollegen Marx, Herr Lehmann. Ja, Herr Schulze, ich glaube, die Thematik ist seit vielen Jahren ein wichtiges strategisches Thema, auch an dem Tisch der Oberbürgermeister. Jetzt infolge natürlich auch des Oberbürgermeisters wird es ein wichtiges Thema bleiben. Die Anbindung des Fernverkehrs hat sich verschlechtert. Es ist eine mehr als missliche Situation entstanden, die Sie gerade treffend geschildert haben. Es gab vielfältige Aktivitäten der Landeshauptstadt Dresden in den letzten Jahren, insbesondere auch durch die damalige Oberbürgermeisterin Frau Helma Oros, um die Verbesserung des Verkehrsangebots in der Eisenbahninfrastruktur, insbesondere auch letztendlich hinsichtlich der Verbindung, die Sie gerade benannt haben, also letztendlich Niederschlesien, Verbesserung paneuropäischer Verkehrskorridor 2012 voranzubringen. Letztendlich auch auf Basis dieser kommunalen Bemühungen wurde mit der Unterzeichnung einer Planungsvereinbarung zur Elektrifizierung und zum bedarfsgerechten Ausbau der Strecke Dresden-Gürlitz zwischen dem Freistaat Sachsen und der Deutschen Bahn AG am 22. Juni 2015 ein erster wichtiger Schritt zur Realisierung einer leistungsfähigen internationalen Schienenverbindung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen getätigt. Unabhängig davon war die Abbestellung der letzten durchgehenden Regionalzugverbindung zum 1. März 2015 infolge der Einstellung der Bezuschussung durch die Woiwodschaft Niederschlesien ein herber Rückschlag in den Bemühungen der für den Schienenpersonenverkehr zuständigen Zweckverbände des Verkehrsverbundes Oberelbe und Oberlausnitz Niederschlesien. Ursache dafür war auch nach unserem Kenntnisstand eine Kürzung der notwendigen Finanzmittel seitens der polnischen Regierung. Im Hinblick auf eine dringende notwendige Verbesserung der Gesamtsituation unterstützt die Landeshauptstadt Dresden grundsätzlich die Forderung und Empfehlung der Initiative Deutsch-Polnischer Schienenpersonennahverkehr, Personenverkehr. Es ist jedoch darauf zur Orientierung, dass diese internationale Relation zukünftig nicht als durchgebundene Regionalzugverbindung mit entsprechend ungeeignetem Wagenmaterial betrieben wird, sondern modernes und attraktives Material angeboten wird. Das heißt auch, die Aufgabenträgerschaft sollte nicht bei den ausschließlich für den Schienenpersonennahverkehr zuständigen sächsischen Verkehrsverbünden liegen, sondern auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn AG übergeben. Eine Nachfrage, Herr Schulze, bitte.
Auf jeden Fall eine Nachfrage. Also was Sie jetzt geschildert haben, waren ja eher, sag ich mal, Initiativen, dann, die der Freistaat mit Polen dann auch gepflegt hat. Ob das jetzt eine Haushalteinstellung für die Elektrifizierung waren, auch dann die Planungen. Das war ja nicht meine Frage gewesen, dann, sondern es ging konkret um Initiativen, dann, die Landeshauptstadt Dresden getätigt hat. Das ist offensichtlich ja, nicht verstanden worden, die Frage. Eine Nachfrage dazu weiter dann, also selbst dann der Freistaat hat ja mittlerweile letzten Endes schon angekündigt dann, also dass es möglich ist, ab Dezember wieder eine durchgehende Verbindung mit Regionalzügen einzurichten. In dieser Annahme, dass diese Ankündigung eintritt, wäre es die Aufgabe der Stadt Dresden sowie aller anliegenden Städte an der Strecke, einschließlich Wrocław, aus meiner Sicht dann auch begleitende Maßnahmen zu treffen, die dieses Angebot sowohl bewerben und somit dann vor allen Dingen eine stabile Nachfrage schaffen, die eine dauerhafte Trägerschaft dann und letzten Endes auch nur, also nicht nur für ein, zwei Jahre letzten Endes diese Strecke wieder einrichten lassen. Die Frage jetzt nochmal dazu, welche Unterstützungs- und Werbemaßnahmen planen die Landeshauptstadt Dresden? Mit welchen Partnern werden dabei einbezogen und mit welchem Budget ist dabei zu rechnen? Also nochmal, es ist nicht bloß eine Aktion des Freistaates Sachsen gewesen, sondern es ist ein Aktionsbündnis der Landeshauptstadt Dresden, namens damals durch die Frau Helmaures, die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Dresden. Sie hat das mit weiteren Städten und Landkreisen zur Verbesserung der ICE-Verkehrs im mitteldeutschen Raum getan. Es war eine Initiative des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz und Niederschlesien, wo wir also aktiv mitgewirkt haben. Und ich denke, das wird auch weiter geschehen. Und auch die Ansage, dass letztendlich natürlich die Zufinanzierung, Bezuschussung von polnischer Seite garantiert sein muss, ist wohl eine Selbstverständlichkeit, die natürlich auch nachgefragt und eingefordert werden muss oder erbeten werden muss. Und das wird letztlich, ich bin da recht sicher, im Prinzip der künftige Oberbürgermeister tun. Und Herr Schulze, um ein bisschen nachzulegen. Erstens, wenn der Freistaat sich das Thema annimmt, ist es auch genau richtig, weil es eine Zuständigkeit ist. Das gut und richtig. Außerdem habe ich in den letzten Tagen den Konzernbevollmächtigten der Bahn zum persönlichen Gespräch auch über dieses Thema getroffen, um dann den Ausbau der Strecke, und das ist eigentlich eine wesentliche Voraussetzung für einen vernünftigen Verkehr in Richtung Elektrifizierung, voranzutreiben. Dritter Punkt ist, gerade was die Bewerbung angeht, sind wir in intensivem auch Austausch, in der Vorbereitung auch unserer Kulturhauptstadtbewerbung mit Breslau und sind ja gemeinschaftliche Aktivitäten, die auch entsprechende Vermarktung finden werden, geplant. Und vierter Punkt ist, mit einer noch besseren budgetären Ausstattung der DMG können Sie dafür noch einen Beitrag mitleisten. Dann würde ich mich freuen, wenn Ihre Ausführungen auch nochmal Bestandteil der schriftlichen Beantwortung für diese Anfrage sind. Naja, das werden Sie auch so schaffen mitzunehmen. Okay, machen wir mit reinnehmen. Als nächstes ist die SPD-Fraktion an der Reihe, Frau Frohwiese. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, erlauben Sie mir eine Frage zur Sanierungsperspektive der 49. Grundschule. Ich denke, unsere Fraktion ist nicht die einzige, die seit Schuljahresbeginn wieder gehäuft, wie in der Vergangenheit leider schon so oft, von Eltern kontaktiert wird, die sich mit ihren Klagen über den Zustand der Schule an uns wenden, der sich offensichtlich jetzt sozusagen mit Betreten im neuen Schuljahr am 24. August des Schulgebäudes noch deutlich verschlimmert hat, da in den Sommerferien dort Maßnahmen zur Sicherung vorgenommen werden mussten, indem dort Deckenputz abgebrochen werden musste, weil im vergangenen Schuljahr da ein großes Stück Deckenputz heruntergekommen ist und die Schülerinnen und Schüler, die ohnehin mit einer sehr sanierungsbedürftigen Schule, der Rat beschäftigt sich mit dem Thema ja schon seit einiger Zeit, leben müssen, nun auch noch in eine Schule gekommen sind, die praktisch optisch wirkt wie im Rohbau. Sie hatten mir diesbezüglich vor kurzem eine Anfrage beantwortet. Sie haben heute ja auch in Ihrer Ansprache noch mal darauf hingewiesen, dass das Thema Bildung, Investitionen in Bildung und wie Sie in der DNN ja schon schrieben, das oberste Thema oder das wichtigste Thema sind Schulen, Schulen, Schulen. Deswegen möchte ich noch mal an dieser Stelle fragen, wie sich sozusagen diese Beantwortung meiner Anfrage zu dieser Aussage von heute von Ihnen verhält. Den Eltern wurde nach dem Stopp der Sanierungs- oder der geplanten Sanierungsarbeiten 2013-14 im Zuge des der Verleihung des Denkmalschutztitels, ich drücke es jetzt mal so aus, gesagt, dass die damals vom Rat bereitgestellten Mittel, das waren 2,55 Millionen Euro, weiterhin für die Sanierung der Schule
bereit gehalten werden. Es war allen klar, dass die Sanierungskosten natürlich durch den Denkmalschutz teurer werden wurden. In den Planungen zum Doppelhaushalt 15-16 ist das Investitionsvolumen auch entsprechend angepasst worden auf 5,1 Millionen. Allerdings wurden damals auch 3,5 Millionen Schulbaufördermittel des Landes mit eingeplant. Wenn ich danach rechne, sind das jetzt noch 1,6 Millionen Eigenmittel von den ursprünglich bewilligten 2,55. Und in Ihrer Antwort, die Sie mir gegeben haben, geht man jetzt sogar von Gesamtkosten von 10,7 Millionen Euro für die Sanierung der Schule aus. Da ist ein Paket 1 ausgeführt für die energetische Sanierung von 6,1 Millionen Euro. Da fehlt ja dann auch mindestens noch mal 1 Million Euro, um überhaupt nur dieses Paket 1, eben die von Anfang an ursprünglich geplante energetische Sanierung, vorzunehmen. Können Sie das, was bei mir den Eindruck zumindest der Umplanung, vielleicht auch der Fehlplanung hinterlässt, erklären? Herr Kollege Lehmann übernimmt die Beantwortung. Ja, Sie haben es ja selber schon gesagt, Frau Vorweser, die Antwort ist ja schon mal schriftlich und relativ umfangreich an Sie gegangen. Die Situation hat sich auch nicht sehr groß geändert. Dass das Thema Bildung weiter im Fokus und im Vordergrund steht, ob das nun Kitas oder Schulen betrifft, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Dass diese missliche Situation insbesondere bei der 49. Grundschule sich noch verstärkt und verschärft hat, indem wir eben nicht die Sanierung in dem Maße vornehmen konnten, wie wir es damals geplant eingeschätzt hatten, mit einer nur energetischen Sanierung und Verbesserung des Brandschutzes, so nannte sich das damals, sondern dass wir durch die Feststellung, Sie sagten es ja gerade selbst, des Landesamtes für Denkmalschutz, wo es auf die Denkmalliste aufgenommen worden ist, eine denkmalpflegerische Zielstellung entwickelt werden musste, dann eine Planung. Das war auch keine Fehlplanung unsererseits, sondern wir hatten eine andere Planung aufgelegt, die war aber über den Haufen geschmissen mit dieser Festsetzung. Und es musste also nach der denkmalpflegerischen Zielvorgabe und Zielstellung eine Planung generell neu aufgesetzt werden. Sie sagen es ergibt dann eine Gesamtsumme, wenn man es alles gemeinsam dann betrachtet, von 10,7 Millionen. Wir haben es richtigerweise auch so von Ihnen dargestellt in Arbeitspakete, jetzt eingeordnet, sodass wir, ich sage mal, in Abschnitten auch letztendlich vorgehen können, richtigerweise. Auch das nannten Sie, beginnt man, wenn man den Deckenputz neu aufbringen muss, mit den Abschlagen des alten Deckenputzes. Wir wollen das natürlich zügig im Prinzip wieder mit neuem Deckenputz dann herrichten, sodass also dieses Arbeitspaket, so denken wir, auch möglichst abgeschlossen werden kann in naher Zeit. Die anderen Finanzmittel sind derzeit noch offen. Ich sage auch mal völlig offen, die Situation kennen Sie auch, dass letztendlich wir mit der Förderung, die wir in der Einnahmeposition des Doppelhaushalts eingestellt hatten und der mittelfristigen Finanzplanung nicht im Prinzip die Förderungserwartung durch den Freistaat Sachsen gedeckt bekommen. Das sehr erfolgreiche Programm Schulische Infrastruktur der kreisfreien Städte ist nicht fortgeführt worden, aus auch für uns unerklärlichen Gründen. Ich glaube, auch Ihre Landtagsfraktion setzt sich da weiterhin ein. Ich kann da nur mit Vehemenz alle bitten, im Prinzip aus dem Landtag, dieses wieder auf die Tagesordnung zu setzen und die Quellen von Herrn Unland anzuzapfen, damit das in den kreisfreien Städten auch vorangehen kann. Ansonsten haben wir ein Problem, ein massives Problem, denn diese Einnahmeerwartung werden wir nicht ohne weiteres im Doppelhaushalt 15-16 decken können, auch nicht in dem mittelfristigen Finanzplan. Das ist also eine Situation, die uns natürlich höchst unzufrieden macht, und das betrifft auch die 49. Grundschule, die letztendlich ja nicht, ich sag's mal jetzt im Plan, wo wir quasi noch auf die Fördermittel gehofft hatten, im Prinzip so umgesetzt werden kann, sondern noch im Wesentlichen mehr Bedarf durch diese, sag mal, komplett Planung und Sanierung, Klammer auf, Denkmal, pflegerische Zielvorgabe, dann ein Stück mehr an Finanzmitteln braucht. Also ich glaube, wir sind uns sehr, sehr einig, dass diese Schule dringenden Bedarf hat und dass hier letztendlich Handlungsdruck auch besteht. Aber wir müssen die Finanzierung zustande bringen, damit wir letztendlich diese Arbeitspakete zügig nacheinander abarbeiten können. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, was diese Mittel, die wir offensichtlich dringend vom Land brauchen, angeht. Hatte ich in meiner Anfrage ja auch nachgefragt, ob denn die Stadt zusätzliche Mittelbeantragungen geplant hat oder vorgenommen hat, zum Beispiel aus dem im Landeshaushalt ja deutlich aufgestockten Sonderprogramm Denkmalpflege, da es sich ja nun jetzt um ein Denkmal handelt, oder den Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmalen. Da kam als Antwort, dass die Stadt das nicht vorhabe.
A, weil dieses Denkmal dieser Schule dann in Konkurrenz zu anderen sanierungsbedürftigen Denkmälern in der Stadt stünde. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen bei der Prioritätensetzung. Wenn man sagt, Schulen haben die oberste Priorität, warum man dann ausgerechnet hier ist, nicht mal versucht, diese Mittel zu beantragen. Und die zweite Aussage war, dass dann ja eben nur dieser denkmalbedingte Mehraufwand in einem Anteil von 60% gefördert würde. Ich glaube, bei den Problemen, die wir in der Landeshauptstadt hier haben, unsere Schulbauten, da wissen wir alle, dass wir noch einen unglaublich großen Berg vor uns haben zu sanieren, sollten wir alle Möglichkeiten an Mitteln, die wir bekommen, in Anspruch nehmen. Da würde mich noch mal interessieren, warum man hier eben nicht versucht, Denkmaltöpfe anzuzapfen. Ja, das Thema der Beantragung verschiedenster Fördermittel oder über verschiedenste Fördertöpfe geht natürlich immer davon aus, dass als allererstes die Fachförderung anzufragen ist, das ist die Schulbauförderung in dem Fall. Wir haben Ihnen das beantwortet schriftlich und haben auch gesagt, dieses Sonderprogramm Denkmalpflege, mal abgesehen davon, dass der Umfang letztendlich dessen im Prinzip auch überschaubar ist und dann wieder prozentual, wie Sie es gerade gesagt haben, nur anteilig finanziert würde, hat er noch eine andere Besonderheit, dass nämlich letztendlich dieses Sonderprogramm dann zieht, wenn national bedeutende Kulturdenkmale im Prinzip letztendlich angebracht werden. Das ist leider bei dieser 49. Grundschule nicht der Fall, sondern die rutscht ein ganzes Stück darunter ab. Das tut nichts dazu, dass letztendlich trotzdem die denkmalpflegerische Zielstellungen umgesetzt werden muss. Aber wir sind dort in der Beantragung ganz hinten dran. Also wir müssen uns hier verstärkt auf die Fachförderung Schulbau im Prinzip konzentrieren. Und ich denke, da ist dann auch eine Umsetzung möglich. Wir sollten also, ich sag mal, uns auch nicht vertun und in den Förderprogrammen verhaken und verwickeln. Da kann man auch leicht auf die Nase fallen, hat dann gar nichts in den Händen zum Schluss. Dankeschön. AfD hat heute keine Fragen, insoweit sind wir bei den Fraktionslosen. Herr Klien. Ja, Herr Oberbürgermeister, seit einiger Zeit, oder längerer Zeit ist bekannt, dass auf der Heidenauer Straße 49 in Niedersedlitz ein Asylheim hinkommen soll. Es handelt sich um ein Gebäude mit 3 Etagen, wo also in der zweiten, in der oberen Etage noch immer eine Landschaftsbaufirma sitzt. Nach eigenen Angaben eine ordentliche Mittelständlerfirma, 12 Mitarbeiter, 1 Million Jahresgewinn vor Steuer. Langfristig war der Bezugsbeginn für 2016 angekündigt und deswegen hat die Firma Landschaftsbau Dresden mit dem Vermieter sich auf ein Mietende zum 31.12. geeinigt. Die künftige Mietadresse ist noch im Umbau, kann die also nicht eher bezogen werden. Und nunmehr ist die Firma Landschaftsbau Dresden also überrascht, dass im Jahr 2015 das schon genutzt werden soll. Verschiedene Ankündigungen sprechen also vom 15.09. oder 30.09. Der Zugang zur Gartenbaufirma in der zweiten Etage führt Mitarbeiter und Publikum zwingend durch Erdgeschoss im ersten Stock, in dem die Asylanten einquartiert werden sollen. Auf dem Hof stehen nachts Maschinen und Fahrzeuge im Wert von ca. 500.000 Euro und weiterhin lagern dort Materialien der Firma, unter anderem auch große Glasscheiben. Nach den Angaben des Geschäftsführers hat er mehrmals an Sie geschrieben, als damals noch Wirtschaftsbürgermeister, hat sich auch mit dem Bereich Sozialwesen und mit der Wirtschaftsförderung gesprochen, aber immer nur abweisende Antworten bekommen von nachgeordneten Personen mit dem Tenor, Angesprächspartner ist nur der Vermieter. Auch der Ortsamtsleiter Lämmerhirt ist angesprochen worden, hat aber nicht reagiert. Und jetzt frage ich dazu, wie stehen Sie erstmal dazu, also ist es zutreffend, dass die Stadt im konkreten Fall nicht mit dem betroffenen Mieter, also der Firma Landschaftsbau Dresden, auf Augenhöhe und lösungsorientiert gesprochen hat? Wie kann denn eine Lösung herbeigeführt werden, die also sicherstellt, dass Material, Maschinen, Fuhrpark der Firma Landschaftsbau Dresden wie bisher gelagert und abgestellt werden können, ohne dass sie mehr als vorher gefährdet sind? Gefährdet also im Sinne von versicherungsrechtlichen, dort ist schon eine Anfrage an die Versicherung, Meldung eines höheren Risiko gegangen. Wird man mal hören, was die sagen. Wie werden Sie sicherstellen, wer hat das jetzt gesagt? Dann, wenn jemand dazwischen ruft, ist kein Risiko, geben Sie mir es schriftlich, dann können Sie sich mit der Versicherung auseinandersetzen, das ist anders. Wie werden Sie sicherstellen, dass Mitarbeiter, Kunden und Vertreter in die Geschäftsräume gelangen können, ohne das Asylantenheim durchqueren zu müssen? Und wie stehen Sie zu der einzigen denkbaren Möglichkeit, dass der Bezug erst auf den 01.01.2016 verlegt wird? Für Herrn Kollegen Seidel übernimmt die Beantwortung Herr Dr. Lohner.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal, Herr Krien, ist es formell natürlich richtig, auf den Vermieter zu verweisen. Die Stadt Dresden hat dort einen Mietvertrag geschlossen. Soweit es zu diesem Objekt einen weiteren Mieter gibt, hat dieser Mieter natürlich rechtliche Ansprüche. Erstmal nur gegenüber dem Vermieter, soweit es da mögliche Konfliktlagen gibt, weil der Vermieter verschiedene Mieter in seinem Objekt entsprechend vertraglich bindet, muss sich jeder Mieter jeweils an seinen Vertragspartner, also den Vermieter, wenden. Dennoch, und das ist, glaube ich, hier das Spannende an Ihrer Frage, dennoch hat sich die Stadt mit den anwaltlichen Vertretern dieses Mieters in Verbindung gesetzt und das auch lösungsorientiert und auf Augenhöhe gemacht. Dabei sage ich einfach mal, wenn der Mieter anwaltlich vertreten ist, dann ist es absolut unüblich, am Anwalt vorbei mit der Partei selber Kontakt zu pflegen. Und aus diesem Grunde ist die Korrespondenz mit den anwaltlichen Vertretern dieses Mieters geführt worden und, wie ich glaube, sehr korrekt geführt worden. Zu Ihrer zweiten Frage. Wir haben für dieses Objekt unter Berücksichtigung auch der Umstände, die Sie hinsichtlich dieses Mieters schildern, entschieden, dass es in dem Objekt eine 24-stündige Präsenz eines Wachdienstes geben wird. Dabei möchte ich jedoch betonen, dass nach meiner Überzeugung von der Beherbergung von Asylsuchenden in dem Haus keine höhere Gefahr für die gelagerten Sachwerte ausgeht, als wenn eine anderweitige Nutzung anderer Art in dem Objekt in den freien Räumen stattfinden würde. Wir gehen davon aus, dass diese 24-stündige Präsenz des Wachdienstes sicherstellt, dass für Material, Maschinen, Fuhrpark und so weiter keine weitere Gefahr ausgeht. Soweit Sie eine Frage stellen, dass es für Mitarbeiter, Kunden und so weiter gewährleistet sein muss, dass sie das Objekt betreten, ohne ein Asylheim durchqueren zu müssen, bedürfte Ihre Frage einer weiteren Erläuterung, worin die Zumutung besteht, ein Asylwohnheim zu durchqueren. Unabhängig davon jedoch, glaube ich, sollte man hier ein bisschen die Maßstäbe wahren. In diesem Objekt sind von dieser Mieterin zwei Räume angemietet. Darüber hinaus Nebengelasse und auch Flächen auf dem Hof. Aber im Objekt selber, für das sozusagen durchquert werden muss, sind zwei Räume angemietet. Dazu kommt, Sie haben ja selber ausgeführt, dass das Mietverhältnis am 31.12.2015 endet. Das heißt, wir reden über einen Zeitraum von genau 3 Monaten, sodass wir unter Abwägung aller Umstände dafür uns entschieden haben, das Mietverhältnis so zu begründen, wie wir es mit dem Vermieter begründet haben, wo wir wiederum unserem Vertragspartner gegenüber, nämlich dem Vermieter, natürlich jetzt vertragliche Ansprüche haben, die auf die Nutzung dieses Objekts hinauslaufen. Und zu Ihrer letzten Frage kann ich Ihnen nur sagen, in Anbetracht der Prognosen hinsichtlich der Höhe der Zahlen der Asylsuchenden bleibt uns auch nicht allzu viel Spielraum, jetzt zu sagen, es gibt irgendeinen Anlass, zu einer anderen Abwägung zu kommen. Wir werden das Objekt zum frühesten Zeitpunkt, den uns der Vertrag ermöglicht, werden wir das Objekt nutzen. Ja. Ich habe eine Nachfrage, die ich vorher nie mitteilen konnte, weil ich sie erst heute Mittag erfahren habe. Und zwar ist also für den 14. sind jetzt Bauarbeiten angesetzt, wo also Wasserabfluss für Sanitärcontainer dort arbeiten. Haben Sie noch irgendwelche Informationen dazu? Ich habe sie erst telefonisch erfahren. Offenbar hat die Anfrage einen Kontakt ausgelöst. Herr Krien, wir müssen diese Details nicht klären. Der Mieter hat einen Vertragspartner und das ist der Vermieter. Und mit dem muss er alles klären, was sein Vertragsverhältnis anbetrifft. Nicht die Stadt Dresden muss das Verhältnis des Vermieters mit diesem Mieter klären. Also insofern, ich kenne die Details nicht, aber ich glaube, ich muss sie auch nicht kennen. Okay, also danke. Damit ist die erste Fragerunde abgeschlossen. Wir kommen zur zweiten Fragerunde. Es beginnt wieder die FDP-Freie Bürgerfraktion. Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Herr Oberbürgermeister, nochmal meinen Glückwunsch und für den
kleinen Fauxpas jetzt. Meine Frage bezieht sich auf Laubegast, auf den gepflasterten Weg von der Steirischen Straße, wer nicht genau weiß, wo das ist neben dem Sportplatz Laubegast, durch den Altarm, Elbarm zum Töplerpark. Dieser Weg war ein Geh- und Radweg, welcher durch das Kennzeichen, Verkehrsschild, dieses geteilte blaue, weiße Radfahrer, Fußgänger gekennzeichnet war, dieses 240er Kennzeichen, was gerade auch von Radfahrern sehr stark frequentiert wurde. Letzte Woche ist mir aufgefallen, dass dieses Schild abmontiert wurde und dieser Weg jetzt nur noch für Fußgänger gekennzeichnet wurde mit dem Schild 239 und was sozusagen den Radfahrern jetzt die Nutzung dieses Weges untersagt. Dazu meine Fragen, aus welchem Grund ist dieses Schild abmontiert worden? Und die zweite Frage, die ich zu diesem Sachverhalt hätte, besteht die Möglichkeit, den Fahrradfahrern die Durchfahrt wieder zu erlauben, zum Beispiel durch das Anbringen des Zusatzschildes, ich sage es jetzt mal so, wie es in der StVO steht, 10-22-10, das aussagt, dass das Befahren des Fußweges durch Radfahrer möglich ist, diese dann aber auf die Fußgänger Acht nehmen müssen. Die Beantwortung übernimmt für Kollegen Max Hallimann. Ja, das kommt jetzt ziemlich formal und formalrechtlich und bürokratisch drüber, aber ich tue es mal so vortragen. Gemäß der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, insbesondere zu § 45 Absatz 3 Straßenverkehrsordnung, hat die Straßenverkehrsbehörde unter Beteiligung der Straßenbaubehörde und der zuständigen Polizeibehörde regelmäßige Verkehrsschauen durchzuführen. Das hat sie dort auch getan. Im Rahmen dieser Aufgabenpflicht fand das am 9. Juli 2015 statt. Dabei wurde festgestellt, dass dieser öffentliche Weg Tolkewitz-Laubegast eine unzutreffende Beschilderung mit dem Zeichen 260 Straßenverkehrsordnung, Verbot für Krafträder auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder, Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge aufwies. Der Weg war nicht mit dem Zeichen 240 Straßenverkehrsordnung gemeinsamer Fuß- und Radweg beschildert. Ja, dann ist letztendlich festgestellt worden, dass das ein öffentlich gewidmeter Weg ist. Im bestehenden Straßennetz der Landeshauptstadt Dresden ist das aber nur als öffentlicher Gehweg klassifiziert und andere Verkehrsarten sind dann laut straßenrechtlicher Widmung hier nicht zugelassen. Durch Verkehrszeichen darf kein Verkehr zugelassen werden, der über diesen Widmungsinhalt hinausgeht. Also das war die Feststellung, die formalrechtliche dann Definition und dann hat man das halt quasi in diese Form gebracht, dass es dort dem Widmungscharakter entspricht. Die Frage, die Sie als zweites stellen, kann man das verändern, eben durch Widmungsänderung, da schreibt das Straßentiefbeamt, das wird zurzeit geprüft, in deren Folge dann auch möglicherweise die Freigabe wieder für den Radverkehr möglich wäre. Ich habe bloß noch im Nachgang eine Information bekommen, dass mit aller Wahrscheinlichkeit dann aber auch baulich was getan werden muss, wo also der Querschnitt dieses Weges angefasst werden muss, also nicht in dieser Querschnittsbreite gelassen werden kann. Aber in diesem Sinne wird, so habe ich nicht nur geprüft, sondern auch die Realisierung im Prinzip dann mitgeprüft und dann noch benannt, wann es geschehen kann. Ja, da würde ich bloß bitten um eine schriftliche Beantwortung, weil gerade, sag mal, durch das Verbot der Nutzung für Radfahrer die Fahrradfahrer natürlich dadurch auf die Österreichische Straße umgelegt werden und wir wollen, sagen wir, den Radverkehr stärken und durch solche Maßnahmen. Aber Sie haben ja schon angedeutet, dass es geprüft wird und aus dem Grund wird es schon helfen, wenn wir das schriftlich bekommen. Danke. So, nächste Fraktion, CDU-Fraktion, Herr Ecke, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss mich an das Mikrofon ein bisschen gewöhnen, das ist ja hoch. Ich habe auch eine Frage zum Radweg, es war aber nicht abgesprochen. Meine Anfrage richtet sich zum Gänsefuß. Der Gänsefuß ist eine Straßenverbindung zwischen zwei ehemaligen Traditionsgaststätten durch die Dresdner Heide, also Hofewies und Heidemühle, für die, die es nicht kennen. Hier hat im vergangenen Jahr eine Online-Petition stattgefunden, Erhalt des Gänsefußes. Ursache war, dass im Rahmen einer ausgleichenden Ersatzmaßnahme die intakte Straßendecke, also eine Asphaltdecke, ersetzt werden sollte durch eine sandgeschlemmte Schotterdecke. 1750 Unterschriften und ein NDR-Beitrag, realer Irrsinn, haben uns, wie gesagt, negative Presse gebracht. Auch über
Dresden hinaus, haben aber die Stadt zum Einlenken dahingehend bewogen, dass der Rückbau nicht gleich, sondern erst dann erfolgen soll, wenn der Zustand es erfordert. Meine Frage, dass das nicht wirklich befriedigen kann, ist, denke mal, jedermann klar. Meine Frage ist eigentlich, hält die Stadt immer noch an diesem Standpunkt fest? Hält sie an ihren Rückbauplänen fest? Frage 2, wie ist die Wegeunterhaltung eigentlich geregelt? Gibt es da Vereinbarungen dazu mit dem Käufer? Und dann die Frage zu den Ursachen, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Nach meiner Kenntnisstand war das eine öffentlich gewidmete Straße. Wieso ist die entwidmet worden? Mit welcher Begründung? Wer hat zugestimmt? Danke. Auch hier übernimmt für Kollegen Marx, Herr Lehmann, die Beantwortung. Ja, hier ist es gerade umgedreht. Hier ist also nicht gewidmet, hier ist es entwidmet worden. Der bewusste Gänsefußweg ist in einem Verfahren 2009 durch die zuständige Behörde entwidmet worden. Aufgrund der straßenrechtlichen Einziehungsverfahren wurde von dem Treffenteil des Gänsefußweges bereits zum 15.12.2008 der vorzeitige Besitzübergang auf den Staatsbetrieb Sachsenforst vertraglich vereinbart. Die Umgestaltung des Gänsefußweges zum einen für die Dresdner Heide typischen Forstweg in Form einer wassergebundenen Decke, Sie sagten es schon, wird erst dann durchgeführt, wenn es der bauliche Zustand erfordert, das heißt, wenn er ohnehin grundhaft instand gesetzt werden müsste. Dies wird 2015 nicht erfolgen. Ein genauer Zeitpunkt dafür ist aktuell nicht benennbar. Die Maßnahmen am Gänsefußweg sind als naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen für mehrere städtische Straßenbauvorhaben verbindlich zugeordnet. Der Umbau des bestehenden Weges zu einem deutlich schmaleren Weg führt zu einer Entsiegelung in nicht unerheblicher Größenordnung, damit zu einer Reaktivierung wesentlicher Bodenfunktion. Aber das ist, denke ich, alles unstrittig und das ist auch bei Ihnen nachvollziehbar gerade dargestellt worden. Die Regelungen zum Eingriffsausgleich beruhen auf dem Vollzug dieses Naturschutzrechts, welches als Weisungsaufgabe dem OB obliegt, nicht dem Stadtrat. Durch die Lage des Gänsefußweges im Landschaftsschutzgebiet Dresden-Heide sind durch die geplante Maßnahme gerade beim Abendschutz weitreichende Synergieeffekte erzielbar. Der entscheidende Punkt ist, ich kürze das mal ab, ist tatsächlich im Prinzip, wenn diese Maßnahme baulich umgesetzt wird, was mir jetzt hier nicht mehr aufgeschrieben worden ist, wenn das tatsächlich auf den Staatsforst übergegangen wird, liegt ja dann mit aller Wahrscheinlichkeit auch die Verantwortung beim Staatsforst, diese Maßnahme zu finanzieren und baulich umzusetzen. Das fehlt aber jetzt hier in der Antwort. Ich würde da nochmal nachfragen, beziehungsweise vielleicht auch den Oberbürgermeister bitten, im Umweltamt oder nochmal nachzufragen, ob das wirklich so ist. Das vielleicht erstmal dazu. Ich würde Sie natürlich auch schriftlich mit ausreichen. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Ja, sehr geehrter Herr Hilbert, auch von mir nochmal Gratulation zur Amtseinführung heute. Meine Frage richtet sich in den Bereich des Kreuzchores und der Finanzbedingungen. Mit dem Haushalt 2013-14 gab es ja den Auftrag für den Kreuzchor, seine Einnahmen zu erhöhen. Das hat den Stadtrat dann nochmal erreicht mit einer Vorlage zur Erhöhung der Beiträge, die die Eltern der Chorknaben zu leisten haben. Und damals wurde auch berichtet, dass es Verhandlungen gibt mit der evangelischen Kreuzkirchgemeinde, dass ihr Beitrag doch zu erhöhen sei, den sie dort zur Deckung der Kosten des Kreuzchores erbringt. Wir haben jetzt als Stadträtinnen und Stadträte alle eine Broschüre erhalten zum 800. Jahrestag des Kreuzchores. Da konnte man wieder sehen, dass die Kirche und die Stadt dort sehr gleichberechtigt dargestellt sind, was ja in einem gewissen Gegensatz steht zu dem nur etwa 3% Deckungsbeitrag, die aus dem Kassen der Kirche an den Kreuzchor fließen. Seitdem wird jedenfalls verhandelt. Und meine Frage ist, wie ist im Moment der Stand der Verhandlungen? Wann ist abzusehen, dass dieser Deckungsbeitrag steigt? Wie sind so die Haltungen der Stadt und der Kirchgemeinde in diesen Verhandlungen? Und gibt es eventuell schon Ergebnisse, die uns dort hoffen lassen können, etwas mehr auch an Einnahmen zu erhalten? Am Ende sind es ja Einnahmen der Stadt und gerade in Zeiten einer Haushaltssperre sollte man auf jeden Posten genau schauen. Hier übernimmt die Beantwortung Herr Kollege Dr. Lunau. Herr Kiesling, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Verhandlungen zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der evangelisch-lutherischen Kreuzkirchgemeinde werden seit September 2013 geführt. Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht die Erhöhung des Honorars für die Konzerte des Dresdner Kreuzchors in der Kreuzkirche. Und mit den Verhandlungen um die Anhebung der Honorare wurde seitens der Stadt auch das Ziel verbunden, alle Grundlagen der Zusammenarbeit neu zu regeln. Ein vorläufiges Zwischenergebnis stellt die im Juni 2014 abgeschlossene Übergangsvereinbarung dar,
wonach ab 1. September 2014 durch die Kreuzkirche statt bisher 3.000 Euro nunmehr 5.000 Euro Honorar pro Konzert an den Dresdner Kreuzchor gezahlt wird. Die jährlichen Mehreinnahmen belaufen sich folglich auf 22.000 Euro, die die Kostensteigerungen unter anderem bei der Verpflegung der Kruzianer kompensieren helfen. Die Kulturverwaltung arbeitet zurzeit an einem endgültigen Vertragstext, der sämtliche wichtigen Belange im Verhältnis zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der evangelisch-lutherischen Kreuzkirchgemeinde enthalten und alle bisherigen Vereinbarungen ablösen soll. In diesem Zusammenhang füge ich an, dort wird selbstverständlich auch die Frage der finanziellen, ich sage mal, der Finanzströme neu geregelt. Möglicherweise werden wir nämlich dann in eine Situation kommen, wo nicht mehr explizit ein Honorar für die Konzerte läuft, sondern wo möglicherweise der Verrechnungsmodus komplett anders umgestellt wird und wir eine Miete für die Anmietung des Raumes zahlen und im Grunde genommen die Einnahmen praktisch bei uns selbst verbuchen. Das sind aber Vorgänge, die auch Konsequenzen in der Kulturverwaltung selbst haben. Und darüber hinaus muss natürlich der Vertrag dazu korrekt durchgearbeitet werden. Das ist nicht ganz leicht, weil wir auch Bereiche haben, die keine Konzerte darstellen und wo wir es dabei belassen wollen, dass die Kirche Veranstalterin bleibt, was zum Teil gar nicht anders geht, weil es Gottesdienste sind. Eine Nachfrage, bitte schön. Hätte ich nur zwei Nachfragen. Die eine, mit welchem Zeithorizont rechnen Sie, bis diese grundsätzlichen Vereinbarungen den Stadtrat erreichen? Denn ich gehe davon aus, dass sie im Stadtrat beschlossen werden müssen. Und zum Zweiten, mit welchen Einnahmen insgesamt rechnen Sie für das laufende, das folgende Jahr? Die Ausgaben belaufen sich auf über 3 Millionen Euro für den Kreuzchor, also Einnahmen von der Kirchgemeinde. Ich fange zunächst mal von hinten an. In den Kultureinrichtungen wird ja üblicherweise in Spielzeiten gedacht. Für die jetzt beginnende Spielzeit ist noch nicht mit einer Änderung zu rechnen über das hinaus, was ich gerade zur Übergangsregelung gesagt habe. Im Übrigen, der Zeithorizont ist so, dass ich denke, im Frühjahr des kommenden Jahres könnten Dinge spruchreif werden. Dabei ist zu bedenken, dass wir allerdings über strukturelle Veränderungen nachdenken, die auch den Stellenplan bzw. Haushaltsstrukturen im Kreuzchor insgesamt betreffen. Das heißt, es gibt dann auch Abstimmungsbedarf innerhalb der Stadtverwaltung. Insofern ist das nicht innerhalb von 2 Wochen zu machen. Als nächste Frage der Bündnis 90 die Grünen, Herr Schmilch. Ja, um ein bisschen mehr Gerechtigkeit in der Antwortbelastung der Bürgermeisterriege aufkommen zu lassen, hätte ich jetzt eine Frage zum Lieblingszauberstab, zur wundersamen Geldvermehrung, nämlich der Haushaltssperre. Als Hauptursachen für die Haushaltsverfügung, die ja ihren Grund darin hat, dass ein Finanzzwischenbericht von einem Gesamtfehlbetrag von 28,3 Millionen ausgegangen wird, bestehend aus 9,7 Millionen Mindererträge und 18,6 Millionen Mehraufwendungen, werden ja alles Gründe genannt, die im Haushalt, in den Haushaltsansätzen von der Verwaltung gekommen sind, also wo der Rat ja auch vollumfänglich den Vorschlägen der Verwaltung gefolgt ist. Nun könnte man geneigt sein, die Frage zu stellen, was der Grund ist, warum sich die Verwaltung da so verhauen hat, aber diese Frage will ich nicht stellen, sondern ich möchte die Frage stellen, welche tatsächlichen Einsparungspotenziale in Euro erhofft der Beigeordnete für Finanzen durch den Vollzug der Haushaltssperre gemäß § 30 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung zu erschließen? Vor allen Dingen interessieren mich solche, die nicht nur eine Verschiebung darstellen, sondern eine echte Einsparung bedeuten könnten. Die Beantwortung übernimmt Kollege Feuer. Ja, sehr geehrter Herr Schmählich, ich beantworte Ihnen auf jeden Fall die Frage, die Sie nicht gestellt haben. danach, was die Verwaltung eigentlich eine Aktie dafür dran hat, dass die Zahlen möglicherweise falsch waren. Das will ich an den beiden wesentlichen Beispielen nochmal kurz erläutern. Wir haben es ja auch dargestellt und auch öffentlich mehrfach erläutert.
Zum allerersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der letzten Jahre hatten wir den Haushaltsansatz des Jugendamtes völlig unhinterfragt und unkritisch komplett 1:1 übernommen. Damit in der Hoffnung, dass wir da auf der sicheren Seite sein werden. Das waren wir halt nicht. Die Entwicklung ist anscheinend aus diversen Gründen dabei, an der Stelle aus dem Ruder zu laufen, sodass wir dort 6 Millionen Euro mehr benötigen nach aktuellen Prognosen, als dies im Haushaltsplan drinsteht. Warum das so ist, empfehle ich Ihnen dringend, mal im Jugendhilfeausschuss zu thematisieren und nicht nur dort sozusagen lobbyistisch immer nur Geld zu verteilen, sondern sich mal mit den wahren Ursachen zu beschäftigen. Das zweite Thema, mit dem wir so nicht gerechnet haben, ist die Initiative von Verdi, bei den Erzieherinnen und Erziehern doch sehr kräftig auf Lohnerhöhungen zu drängen. Ich glaube, Sie haben noch in Erinnerung, wir haben im Haushaltsplan ungefähr 2% Tariferhöhungen für unser Personal einschließlich der Erzieherinnen und Erzieher eingeplant. Und der Schlichterspruch ist schon deutlich darüber hinausgegangen. Was jetzt am Ende dabei herauskommt, steht ja noch in den Sternen. Allerdings haben wir das Gefühl, dass es nicht preiswerter wird. Und in die Köpfe von Verdi kann auch ich nicht reinschauen, was da für Tarifstrategien gefahren werden. Jetzt komme ich zu dem Teil der Frage, den Sie gestellt haben und den ich nicht beantworte. Nämlich, Sie fragen ja danach, was ich für Vorschläge hätte, um das vor allen Dingen für 2016 das Problem zu sortieren. Ich habe auch nur nach 2015 gefragt. Bitte ich darum, dass wir das am Tisch des Oberbürgermeisters zunächst mal diskutieren können, vor allen Dingen auch zusammen mit den neu gewählten beigeordneten Kolleginnen und Kollegen, um da erstmal eine gemeinsame Lösung für die Probleme zu entwickeln. Nee, Herr Feuerhardt, ich meine, das ist natürlich, Sie sind jetzt ein bisschen dem Ritus, der diesem Rat vorherrscht, dass nämlich meine Fragen vorher einreicht, haben Sie jetzt meine Nachfrage, die ich noch nicht gestellt habe, beantwortet, aber meine Frage, die ich gestellt habe, die haben Sie immer noch nicht beantwortet. Nämlich ganz konkret, wir reden über die Haushaltssperre, also die Haushaltsverfügung, und da habe ich gefragt, welche Effekte, welche Einsparungspotenziale Sie ganz konkret auch vor dem Hintergrund dieses prognostizierten Defizits von 28,3 Millionen durch diese Haushaltssperre sich in Euro erhoffen. Also wenn Sie den Finanzzwischenbericht genau gelesen haben, das habe ich getan, ja, werden Sie feststellen, dass es gar nicht um 28 Millionen Euro geht, sondern in den Zeiten der Doppik haben wir ja die Situation, dass wir einen Ergebnishaushalt haben und einen Finanzhaushalt haben. Im Ergebnishaushalt sind es in der Tat 28 Millionen Euro. Da muss man nur die zahlungsunwirksamen und die zahlungswirksamen Dinge nochmal sortieren und vor allen Dingen die Verknüpfung mit dem Finanzhaushalt beachten, weil wir dort nämlich mehr Geld bekommen. Investive Schlüsselzuweisung ist da das Thema. Sodass wir unterm Strich immer eine Zahl kommuniziert haben, die uns haushalterisch sorgt, das sind 11 Millionen, nicht 28, sondern 11 Millionen. Uns fehlen wahrscheinlich 11 Millionen in der Kasse, ist immer noch ordentlich Geld, aber sind nicht 28 Millionen. Die Haushaltssperre des letzten Jahres hat ziemlich genau 11 Millionen Euro gebracht und damit haben wir letztes Jahr eine Punktlandung, ziemlich genau eine Punktlandung hinlegen können, sodass ich natürlich in Anlehnung an diese Erfahrungen in ähnlichen Dimensionen meine Hoffnungen bewege. 11 Millionen also. Darf ich noch eine ganz letzte Nachfrage stellen? Bis wann, denken Sie denn, wird diese Haushaltsverfügung Gültigkeit haben? Naja, um auch das, genau auf diese Rechnung zu kommen, die Sie gerade angestellt haben. Auch das regelt sich natürlich nach dem Gesetz. In dem Moment, wo sich die Situation verbessert, keine Ahnung, wir kriegen irgendwie große Steuernachzahlungen oder Verdi sagt, wir sind doch nicht verrückt und wollen doch nur 2%, wie es alle anderen im öffentlichen Dienst haben, dann würde sich die Situation verbessern und die entsprechende Lockerung in der Haushaltssperre oder gar Aufhebung müsste sogar verfügt werden. Wenn es allerdings noch schwieriger wird, wird außer einer partiellen Haushaltssperre möglicherweise noch mehr. Wir versuchen ja im Moment das Investitionsbudget zu schonen, aber auch das ist natürlich nicht zwangsweise so, dass das bis zum Ende so bleibt. Als nächste Fraktion, SPD-Fraktion, Herr Dries.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte auch eine Frage zum Thema Sozialticket stellen, allerdings ganz konkret auch zur Haushaltssperre. Uns wurde ja in einer Beschlusskontrolle vom 28. August mitgeteilt, dass die Erweiterung des Sozialtickets, die dafür notwendigen 120.000 Euro durch die Haushaltssperre für dieses Jahr nicht zur Verfügung stehen. Hintergrund der Frage ist auch, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe uns damals angekündigt haben, dass eine spätere Einführung des erweiterten Sozialtickets mehr Geld kosten wird. Und nun meine Frage, in welcher Höhe entstehen zusätzliche Kosten für die Landeshauptstadt Dresden bzw. für die Dresdner Verkehrsbetriebe, wenn das erweiterte Sozialticket durch die Haushaltssperre nicht zur Tarifumstellung am 1. November 2015 eingeführt werden kann, sondern separat zum 1. Januar 2016 eingeführt werden müsste? Die Beantwortung übernimmt für Herrn Seidel Herr Dr. Lohnau. Der Landeshauptstadt Dresden als auch der Dresdner Verkehrsbetriebe AG entstehen durch die Verschiebung des Einführungstermins auf den 1. Januar 2016 keine Kosten, sehr geehrter Herr Drews. Dann würde ich gerne noch meine Nachfrage stellen. Der erste Teil ist ja schon beantwortet worden, ob die Verkehrsbetriebe schon informiert wurden, aber der zweite Teil noch nicht, ob es da eine Stellungnahme gibt und von den Verkehrsbetrieben und wenn ja, wie die lautet. Die Verschiebung wurde gegenüber der DVB AG im Vorfeld angekündigt. Ich habe vorhin ja schon darüber gesprochen, dass wir sozusagen beide Varianten in der Pipeline haben. Die DVB AG ist bereits mit der Landeshauptstadt im Gespräch, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit die Umstellung des Sozialtickets erfolgen kann. Erste Änderungsentwürfe zum bestehenden Vertrag liegen in den Häusern vor. Also wir sind, so wie ich es vorhin gesagt habe, auf beide Varianten vorbereitet. Und zum Abschluss der zweiten Fragerunde für die Fraktionslosen, Herr Kappert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage bezieht sich auf einen Artikel in der SZ am Dienstag. Dort lautet eine Überschrift: Einigung im Papritzer Grundstücksstreit geplatzt. Ein Satz zum Hintergrund: Das ist das Grundstück rund um die Tennishalle in Papritz, wo jahrelang europaweit und deutschlandweite Treffen der Neonazis stattfanden. Zunächst möchte ich mich im Namen der Bürgerinitiative Papritzes Bund erstmal ganz herzlich bedanken, dass die Stadt das Vorkaufsrecht wahrnehmen möchte. Ich denke, dort haben wir gemeinsam erreicht, dass diese Treffen nicht mehr stattfinden. Dafür erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe im Vorgespräch heute mitbekommen, ich werde die Frage etwas ändern. Und zwar werde ich nur fragen, was können Sie zum Stand der Verhandlungen zum Grundstückskauf sagen? Sind eventuelle Kosten im Haushalt eingestellt? Die Beantwortung übernimmt Kollege Siedl. Ja, vielen Dank, Herr Gauert, für die Frage. Die Stadt Dresden hat ihr Vorkaufsrecht per Bescheid vom 3. April 2007 nach dem Sächsischen Waldgesetz wirksam geltend gemacht. Die Tennishalle war damals wie heute nicht Teil des Vorkaufsrechts. Gestritten wurde lediglich um den Kaufpreis und die Auflassung des Grundstückes. Zur Erledigung dieses Rechtsstreites wurde ein Vergleich geschlossen. Dieser Vergleich wurde unwiderruflich und ohne Bedingungen geschlossen. Insofern ist der diesbezügliche Rechtsstreit beendet. Allerdings sind ausweislich des in Gänze nicht vollständig richtigen Artikels aber noch offene Streitpositionen da. Diese betreffen zurzeit insbesondere die Zahlungsmodalitäten, also im Wesentlichen um Zinszahlung und anderes. Diese Kosten lassen sich noch nicht abschließend beziffern. Ein Teil davon wird man aber so beantworten können, dass natürlich alles nur um Nebeneffekte des Hauptstreites geht, dass sich das finanziell in Grenzen hält. Hinsichtlich der Nachnutzung, nochmal die Klarstellung, es geht nicht um die Halle, sondern um das Thema Flurstücke hinsichtlich des Waldes. Vorkaufsrecht nach Waldgesetz dient auch insbesondere dazu, dass wir als Landeshauptstadt Dresden in der Lage sind, angemessene Ausgleichsmaßnahmen zu haben. Und insofern war und ist dieser Ankauf auch sinnvoll. Ja, kurz, es ist jetzt keine Nachfrage mehr, weil nämlich die Nachfrage schon beantwortet ist. Meine Nachfrage war, wie ist die Nachnutzung angedacht? Sie haben gesagt, das ist eine Waldnutzung. Dann wünsche ich uns allen, dass es ein schöner, bunter und gesunder Wald wird.
Und ich bitte da nochmal um die schriftliche Beantwortung der Frage. Wir werden das wie üblich schriftlich berichten und sobald es eine abschließende Erledigung gibt, wird natürlich im zuständigen Ausschuss auch informiert. Gut, vielen Dank. Denken Sie bitte dran, dass ich in keinem Ausschuss bin und deswegen die Frage trotzdem beantwortet haben möchte. Vielen Dank. Damit schließen wir die Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträter für heute ab. Und